Ja, heute wird geheiratet. Heute steht fest, welches das Partner-Pokémon von John, meinem Flamio, wird. Die Stimmen stehen auch schon fest. Die Stimmen wurden ausgezählt. Die Entscheidung steht schon fest. Aber bevor dieser finale Ehespruch gesprochen wird, werden wir noch einmal zum Hauholi-Friedhof zurückkehren und der Verstorbenen gedenken. Nein, das sind die Bärenfelder. Am heutigen Tag gedenken wir der Verstorbenen Mauzi, Lea die Erste und Lea die Zweite. Sie waren beide treue Pokémon. Hier werden wir sie beerdigen. Ja. Sie waren ehrenvolle Mauzis. Sie haben dem Team eine gute Arbeit geleistet. Sie haben ein bisschen Freude in unser Dasein auf Aloha gebracht. Sie waren eine Erfüllung für unser noch sehr kleines Pokémon-Team. Und so weiter und so fort. Aber hopp hopp, weiter geht's. The show must go on. Wir gehen zurück zu dem Punkt, wo wir im 19. Part aufgehört haben. Dort werden wir heute Richtung zweiter Herausforderung, beziehungsweise erste Inselherausforderung im Gehirn. Oh, das ist der falsche Weg. Eine knappe Minderheit hat sich für das Mamfaxu Lilly hier ausgesprochen. Lilly ist nun die Partnerin von dem lieben John. Oha. Ein Pokémon, das gerade Beeren gefressen hat, springt auf dich zu. Ü, das ist ein Pokémon. Na holla. Ein Krabox. John oder Lilly jetzt draufgehen. Oh, der Weg ist versperrt. Wird wahrscheinlich gehalten von irgendwelchen Leuten. Und diese Leute halten ihn. Ja, der Weg ist versperrt. Und das sieht schon nach der nächsten Herausforderung aus. Hier in Part 10 von Pokémon Sonne. Hallöchen, ich bin's, Captain Enima. Und meine Prüfung finde nur wenige Schritte von hier statt. Und zwar in der Vegetationshöhle. Noch ein paar Worte der Warnung. Wir Pokémon in der Vegetationshöhle sind ganz schön stark. Du solltest also ein paar Tränke mitnehmen, damit du keine bösen Überraschungen erlebst. In der Alola-Region hat es Tradition, die Inselwanderschaft anzutreten, sich ihren Prüfungen zu stellen und so seine eigenen Grenzen zu testen. Sobald du die Vegetationshöhle betreten hast, kannst du sie erst wieder verlassen, nachdem du die Prüfung bestanden hast. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Tränke habe ich auch genug mit. Pokémon habe ich 3 im Team. Also dann, ich erwarte dich im Inneren.
Ja, was ich noch kurz erwähnen wollte, die Entscheidung, die jetzt für Mamfaxo entschieden wurde. Ja, mit der bin ich sogar ziemlich einverstanden. Ist, glaube ich, sogar das ein gutes, wenn das dritte Mauzi, Mauzis haben ja bei mir irgendwie die Eigenschaft, sehr häufig zu sterben, dass John da nicht mitsterben muss. Also John muss ja jetzt das Lee rächen, wenn es stirbt. Ansonsten stirbt es auch mit. Mal sehen, wie das wird. Ihr werdet es ja sehen, falls es dazu kommt. Auf geht's in die Vegetationshöhle. Jetzt. Zur ersten Herausforderung. Na dann, ich hoffe, mein Team wird gestärkt von dieser Prüfung hervorgehen. Ja, und freue mich darauf. Willkommen in der Vegetationshöhle. Ich bin Captain Enigma, aber das weißt du ja bereits. Ich erkläre dir jetzt den Ablauf der Prüfung. Deine Aufgabe hier besteht aus Folgendem. Besiege drei Pokémon, die sich in ihren Nisthöhlen verstecken. Sobald du das geschafft hast, dringst du ins Innerste der Höhle vor und nimmst dir dort den Zed-Kristall aus dem Sockel. Ja, der Schlüssel zum Erfolg ist das Zusammenspiel mit den Pokémon. Oh, eine Sache hatte ich noch gar nicht erwähnt. In dieser Höhle hausen ziemlich starke Pokémon. Zudem dann lebt an diesem Ort noch ein besonders starkes Pokémon, ein sogenannter Herrscher. Zweifelsohne wird dieser bei der Prüfung das allergrößte Hindernis für dich darstellen. Ach ja, und noch etwas hätte ich doch glatt vergessen zu erwähnen. Pokémon darfst du hier nur fangen, wenn du die Prüfung geschafft hast. Du wirst die Prüfung also mit deinem aktuellen Team bestreiten müssen. Das hatte ich auch schon so erwartet. Also, ja, ist nichts Neues für mich. So, und jetzt geht's auch schon los. Die erste der 7 Prüfungen, deine Inselwanderschaft. Was, es gibt doch nur 4 Inseln. Okay, na dann. Mach dich bereit. Es ist Prüfungszeit. Die Prüfung beginnt jetzt. Auf geht's. Schnappen wir uns erstmal das Item. Nein, das können wir uns nicht schnappen. Können wir da rein? Das ist eine kleine Nisthöhle. Möchtest du hineinsehen? Ja, ich trau mich mal. Ich muss nur 3 besiegen. Das werde ich ja wohl hinkriegen. Mein Team ist einigermaßen trainiert. Mangunia wild erscheint. Also, das werde ich bestimmt hinkriegen. Ich vertraue auf mein Team. John, bekämpft das Wiesel, das die Frisur von Donald Trump besitzt. Ja. Ein Wiesel, dieser Trump. Ich meinte natürlich ein Trump, dieses Wiesel. John erreicht Level 16. Okay, das war Nummer 1 von 3. Du musst noch 2 Pokémon besiegen. Okay, und inwiefern war das jetzt schwierig? Du findest das Item Supertrank. Supertrank wurde in der Medizintasche verstaut. So, Sache ist jetzt auch, dass ich mit, wenn ich John im Kampf habe, nur mit Lily tauschen darf. Also, Mauzi dann, ups, kommt gerade angeschossen.
Das nächste Pokémon. Immer noch. Mr. Wiese. Mr. Treese. Ich bin ganz durcheinander. Die Frisur verwirrt mich ein bisschen. Okay. War das jetzt Nummer 2? Du musst noch einen Pokémon besiegen. Die Höhle hier ist leer oder was? Sie ist leer. Ja, dann gehen wir mal gleich zur nächsten Höhle. Nee, hier war doch noch ein Item, oder? Yep. TM 31 Durchbruch. In der TM Tasche verstaut. Oh, wer ist denn das da oben? Denn das ist doch kein Pokémon, das ist ein Mensch. Ja. Holen wir uns das dritte Pokémon, das werden wir auch noch schaffen. Ja. Ich kann jetzt nur mit John und Lilita kämpfen oder mit Lea alleine. Deshalb, ich würde glaube ich erstmal mit John und Lilly. Wow. Da klettert er durch und was ist hier? Nur ein Item. So, von ist das Item Supertrank. Supertrank wurde in der Medizintasche verstaut. Hopp. Hopp. Da wären wir wieder. So, ich guck mal hier rein. Da ist eine kleine Nisthöhle. Möchtest du hineinsehen? Ja, ich möchte mal hineinsehen. Sie ist leer. Ah, war schon erwarten. War schon zu erwarten. Das heißt, ich muss da rüber. Bist du ein Trainer? Muss ich jetzt gegen dich kämpfen? Scheinbar nicht. Da guck ich mal hier rein. Das ist eine kleine Nisthöhle. Möchtest du hineinsehen? Ja. Sie ist leer. Öhm. Ja. Dann müssen wir wohl mal wieder hier rüber. Vorsichtig, nicht runterfallen. Da ja, war ich doch schon richtig bei dem Item. Hopp, Fokus. Danke. Oh nö. Ach doch, da muss ich rein. Sie ist leer. Was? Was soll denn das denn hier? Soll das ein Witz sein? Och nö, nicht schon wieder. Stört mich nicht bei meiner Prüfung. Yo, yo, yo. Rache für die Abtreibung bei den Bärenfeldern. Na du Balke, erinnerst du dich noch an uns? Nö, nö, ich kann mich an euch absolut nicht erinnern. Ihr sagt mir nichts, noch nie gesehen. Echt jetzt? Und wenn wir uns so hinstellen wie neulich, erinnert dich den Dickschädel an uns? Aber das ist doch jetzt fliegen uns egal. Wir haben uns in der Höhle geschlichen, um dem nervigen Ball gehörig den Strich durch die Rechnung zu machen. Alles klar, Bro. Ja klar, wie Klosbrühe, Mann. Dann mal los hier. Wir klauen dem jetzt alle seine Pokémon. Och nicht doch, nein. Nicht mein Lea. Klaus mir nicht meine Lea. Team Skullrüpel fordert dich heraus. Boah, scheinbar nicht nur Pokémon besiegen die Prüfung, sondern auch Team Skullrüpel besiegen. Aber das kriegen wir auch hin. Die sind ja auch nicht viel stärker. Haben ja auch nur ein Pokémon. So, paralysiert. Das haben wir gut hinbekommen. Ich setze noch mal eine Schlecke ein. Und zack, ist das Traumato besiegt. Ein paar EP-Punkte und Team Skullrüpel wurde besiegt. Sankt Was gewinnt 352
Pokédollon geht siegreich aus diesem Rüpelkampf hervor. Was geht denn jetzt ab? Ich check's nicht, dann brummt mir doch der Schädel, Mann. Ist das Bein zu stark oder sind wir zu schwach? Das hätte ich doch ganz anders laufen sollen, aber ja, ist mal echt viel zu stark, Mann. Vergessen wir kurz mal das doofe Bike, Homie. Die ganze Prüfungsstätte hier ist mir zu viel. Viel zu unheimlich, man. Du sagst dir was, Bro? Normale Pokémon lassen mich hier erst gar nicht blicken. Musst du mal einen krassen Bike liegen. Endlich sind sie weg. Was? Aber jetzt mal im Ernst, weiter hinten haust der ein super krasses Pokémon. Geh dir das in den Schädel. Mach dich besser schnell vom Acker, man. Niemand macht sich schon vom Acker. Rache ist das Gebot der Stunde. Kapiert, man. Wir blockieren ihre Nesthöhlen und wenn die Maglunior ihre Schädel rausstecken, da schnappen wir sie uns. Checkst du das? Echt jetzt? Geschnau klingt nach einem echten Plan, Mann. Auf geht's! Boah, wollen die einfach nicht abhauen? Nee, scheinbar wollen sie nicht abhauen. Aber ist gut für uns, der blockt jetzt da die Höhle. Und er scheint die Höhle zu blockieren. Das heißt, sie helfen uns. Okay, das ist neu. Team Skull hilft uns. Okay, dann wollen wir das mal ausnutzen. Das ist eine kleine Nesthöhle. Möchtest du hineinsehen? Ja, ich möchte hineinsehen. Spektrum! Vielen Dank, Team Skull, dass du mir bei dieser Prüfung hilfst. Ein Mangu-Spektor, wohl die Weiterentwicklung von dem vorigen Charmfriese. Naja, der Papa. Papa-Wiese. Ja, ich versuch's mal mit Schlecker. Krieg ich bestimmt noch hin. Okay. Ja, die Attacken von dem sind nicht sonderlich gut. Versuch's weiter, Mensch. Feuer, Zahn. Schlecker ist auch nicht so besonders gut. Und Trumps, Wieses, Daddy wurde besiegt. Du hast alle Pokémon besiegt. Oh. Danke euch, Team Skull. Ich wusste gar nicht, dass ihr auch hilfreich sein könnt. Jo, 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 ich hab keinen Bock mehr, Mann. Ja, komm. Bleib dort weiter stehen. Vergammle dort. Ich bin Prüfungshelfer und unterstütze Mädchen und Jungen hier bei ihrer Inselmannschaft. Absolut fantastisch. Du hast alle drei Pokémon bezwungen. Bitte begib dich nun ins Innere der Höhle. Dort wird es mit deiner Prüfung weitergehen. Na dann, auf ins Innere der Höhle, würde ich mal sagen. Herrschaft, Ebene. Na dann, freue ich mich mal auf Opa Wiese, wie es aussieht. Dich beschleicht das unheimliche Gefühl, von einem stechenden Blick verfolgt zu werden. Ja, und mich beschleicht auch das Gefühl, dass das nicht alles gewesen sein kann, sondern, wie uns schon gesagt wurde, dass wir einen Endkampf machen müssen und dass wir uns nicht einfach nur das Ding nehmen können. Möchtest du den Salzkruster aus dem Sockel nehmen? Ja, ich bin ja der Zwergenfürst, ein Salzkruster ist bestimmt das richtige Kristall für mich. Nehme ich mal raus. Was passiert da? Da ist das Opa-Wiese.
Mango Spector, der Herrscher. Nee, ist Papa Wiese, aber ein bisschen älter und kräftiger. Ah. Mit Selbstattacke. Okay. Da wissen wir, was auf uns zukommt. Und mit ein bisschen mehr Leveln. Ja. Dann setze ich mal Feuerzahn ein. Den Herrscher. Ohohoho. Der Herrscher wird böse. Mangus Spector ruft Mitstreiter. Okay. Oh. Trump erscheint. Ach Mann, ich bin heute auch irgendwie durcheinander. Och, komm. Frisur hat nicht wirklich. Jetzt dürfen wir uns. Jetzt haben wir zwei Pokémon und müssen uns einen aussuchen, den wir bekämpfen. Na, keine schwere Entscheidung. Ich bekämpfe weiterhin Mangu Spectrum, weil der ist doch irgendwie der kräftigste von allen. Das kleine Wiese dort, das Mangunior, das kriegen wir auch noch hin. Das kriegen wir dann, wenn er auch fertig ist. Mango Spector, ich mach dich jetzt alle. Dein Silberblick wird dir nicht sehr viel helfen. Weißt du, wirfst sehr viel mit Blicken um dich und auch mit bösen Blicken und auch mit Worten manchmal, aber. Oh, schon wieder verwechselt. Mann, ich muss das mal ordnen. Das Pokémon und der Mensch. Ich glaube, ich werde damit nie zurechtkommen. Gut. Noch einmal Feuerzahn auf den kleinen dort und dann. Ja, haben wir Familie Wiese auch schon besiegt. Du besiegst Mango Spector, Herrscher. Glatt noch eine Entwicklung hinten dran. Wow. Da habe ich mich auch schon ewig drauf gefreut. Das kann ich euch sagen. Auf die Entwicklung habe ich mich mega gefreut. Nicht auf die Entwicklungsstufen, sondern auf den Prozess, die Entwicklung. Na dann, schauen wir uns das an. Ich verstumme. Nanu, John entwickelt sich. Naja, das muss ich noch vorlesen. Aber jetzt verstumme ich. Wow, 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 wow. Geil. Eine geile Entwicklung. Auch die Weiterentwicklungsstufe. Glückwunsch, dein John wurde zu Mizunder. Wow, 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 ich liebe diese Katze. Ist zwar nicht mehr ganz so süß, aber. Raubtier. Registriert. Schau dir das Pokémon, das sich dir entwickelt hat, gleich mal genauer an. Es trägt ein feuriges Glöckchen um den Hals. Immer wenn es Flammen ausstößt, ertönt ein helles Läuten. Ah, und der Ruf? Auch herrlich. Pose können wir machen. Oder auch nicht. Mangu Spector ist in den tiefsten Tiefen der Höhle verschwunden. Eine großartige Demonstration deiner Fähigkeiten als Trainer. Du hast das Herrscher-Pokémon besiegt, das ich so hart und eifrig trainiert habe. Da verschlägt es mir fast die Sprache. Ich habe das selbst trainiert. Ich wollte den Leuten ein bisschen was als Prüfung stellen. Ich wollte mir einen eigenen kleinen Wiese trainieren.
Du hast meine Prüfung gemeinsam mit deinen Pokémon wirklich mit Bravour gemeistert. Du bist echt ein vielversprechender Trainer. Mein Trump konnte nichts gegen dich anrichten. Mein Wiese. Zwergenfürst, herzlichen Glückwunsch. Jetzt nimm dir den Z-Kristall aus dem Sockel. Den hast du dir redlich verdient. Prüfung bestanden. Ja. Du erhältst den Z-Kristall Normium Z. Normium Z wurde in der Z-Kristall-Tasche verstaut. Was du gerade erhalten hast, ist der Z-Kristall des Typs Normal. Er wird auch Normium Z genannt. Du sollst ihn unbedingt einem Pokémon geben, das Normalattacken einsetzen kann. Dann musst du nur noch diese elegante Pose einnehmen und schon entfesselst du mit Normalattacken die fulminante Z-Kraft. So viel dazu. Nun weiter im Text. Ach ja, da fällt mir noch etwas ein, das ich noch nicht erwähnt hatte. Die Herrscher-Pokémon. In den Gebieten, in denen die Prüfungen abgehalten werden, erwarten dich immer ein besonders starkes Pokémon. So wie Mangu Spector gerade eben. Außerdem unterstützen die Pokémon in Alola einander gegenseitig, was dazu führt, dass sie im Kampf oft andere Pokémon zu Hilfe rufen. Und du darfst jetzt die Pokémon in der Höhle fangen, da du ja den Herrscher besiegt hast. Nimm diese Superbälle zur Feier des Tages. Ich greife es mir wieder aus der Luft. Du erhältst 10 Exemplare des Items Superball. Superbälle wurde in der Items-Tasche verstaut. Deine Pokémon haben bravuriös gekämpft. Warte, ich mache sie mal eben wieder fett. Und damit würde ich gerne mal langsam den 10. Part von Pokémon Sonne beenden. Ich würde dir gerne etwas Spannendes zeigen. Komm doch bitte zu Route 3. Ja. Im nächsten Part, in Part 11. Gut. In Part 11 werden wir hier ein... Nein, ich glaube... Einen Wiese möchte ich nicht in meinem Team haben. So. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es dann Richtung Route 3 geht. Oh, ein Zubat. Das haben wir auch Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Und so sieht das wunderschöne Weiterentwicklung von Flammiau aus. Namens John. Ich fliehe mal kurz und ja, fliehe auch aus diesem Part. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.